Vor einem halben Jahr wurde das Galaxy S10 von Samsung vorgestellt und ich hatte jetzt die Möglichkeit, dank Notebooks Billiger das Gerät für euch zu testen und herauszufinden, ob das Gerät eben ein halbes Jahr nach Verkaufsstart immer noch was ist. Das klären wir nach dem Intro. Geht's los. Viel Spaß. Das S10 hat gar nicht den klassischen Wertverfall wie vielleicht andere Smartphones noch vor Jahren, denn es kostet aktuell 670 Euro. Klar, es ist weniger als zum Verkaufsstart, aber es ist eben nicht der krasse Preisverfall. Und mit der Devise von 670 Euro will ich heute testen, ob Sachen wie Ultraschall-Fingerabdrucksensor oder eine Notch-Kamera im Vorderdisplay das Ganze wert sind. Gerade im Vergleich zum S9 hat sich die Rückseite gar nicht so sehr geändert. Wir haben das horizontale Kameradesign jetzt hier aber eben ohne Touch-ID-Sensor. Auf der Vorderseite haben wir dann das auf beiden Seiten gekurvte Edge-Display. Das hat dann oben das Punch-Hole-Loch, was man ja kennt eben für die Kamera. Das Wallpaper grenzt das so ein bisschen aus. Unten sehen wir schon den Fingerabdrucksensor und wenn wir diesen drücken, können wir das Gerät leicht entsperren und dann jegliche Aktionen ausführen. Der Fingerabdrucksensor im Allgemeinen hat mir gut gefallen, da er auch gerade bei Feuchtigkeit sehr gut funktioniert hat. Da war ich gut beeindruckt und gerade im Regen oder so hat es gut funktioniert oder auch im Sommer, wenn eben die Hände mal schwitziger waren, da macht sich das Ultraschall auf jeden Fall bemerkbar. Bemerkbar macht sich auch das große Display, denn egal was ihr macht, ihr zehrt auf jeden Fall davon. Ich fand auch das Gerät in der Hand nicht so riesig, obwohl es zum Beispiel vergleichbar mit einem iPhone von der Größe ist, also einem iPhone XR an der Stelle zum Vergleich gezogen. Aber dadurch, dass das Display einfach so immens ist und die jeweiligen Edges und die Kanten nicht so groß, ist es echt stimmig und hat gut funktioniert. Hat Spaß gemacht zu bedienen und wie immer sind ja die Samsung Displays sehr, sehr gut von der Qualität und von der Auflösung. Dementsprechend haben natürlich auch beispielsweise Spiele sehr viel Spaß darauf gemacht, gerade Project Line, das ja mit AMOLED nochmal cooler aussieht durch die tiefen Schwarzwerte und so weiter. Das war im Alltag echt cool und da hat es auch Spaß gemacht. Allerdings hat mich das Samsung S10 jetzt nicht so wirklich abgeholt. Also es war keine Emotion dahinter in meinen Augen. Es war einfach ein solides und konsequentes Smartphone, was allerdings irgendwo keinen Reiz hatte, das so besonders zu beachten. Denn obwohl das Vorderdisplay in allen Situationen Spaß gemacht hat, egal ob bei Videos schauen auf YouTube oder sonstigen, es hat mich irgendwo nicht so gecatcht, wie das vielleicht andere Displays oder andere Smartphones aktuell gemacht haben. Deswegen widmen wir uns jetzt mal der Kamera, denn vielleicht ist die ja besser. Da haben wir wieder drei verschiedene. Gehen wir aber zuerst mal zur Frontkamera. Da haben wir nämlich zwei verschiedene Modi. Einmal den normalen, wo wir ganz normal den Fokus haben. Die Bilder sind echt in Ordnung. Und dann haben wir noch einen etwas weitwinkligeren Fokus in der Frontkamera. Diese weiß auch im Videomodus zu überzeugen. Nicht zuletzt dank HDR. Jetzt geht's aber weiter mit der Hauptkamera. Dabei hat mich vor allem die Bildstabilisierung überzeugt bei Videoaufnahmen. Die war echt konsequent und gut, genauso auch wie die Bilddarstellung, gerade wenn man hier die Spiegelungen sieht. Was mir allerdings nicht so gefallen hat, waren die Sprünge zwischen den verschiedenen Zoom-Stufen. Das sah einfach nicht so professionell und seltsam aus und hat dann das Video, wenn man es nutzen wollte, ein bisschen zerstört. Möglich ist das Ganze ja nur durch dieses 3-Kamera-System auf der Rückseite. Die sind allesamt in Ordnung und gerade wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann man nur beeindruckt sein. Wenn man jetzt hier den Weitwinkel sieht, ist dieser wirklich gestochen scharf und immer wenn man reinkroppt, hat man bei anderen Herstellern das Problem, dass teilweise die Farben dann verschwimmen und einfach anders dargestellt werden. Das ist hier bei dem S10 gar nicht so, denn die Farbechtheit ist bei allen Fotos gleich, was ich wirklich beeindruckend fand, denn das ist mir so das erste Mal untergekommen. Man hatte sonst immer Sprünge und hier ist es wirklich, als würde man in ein Bild dauerhaft hineinzoomen. Es gibt beim S10 natürlich auch noch einen Nachtmodus und während wir hier das normale Bild sehen, seht ihr jetzt zwei verschiedene Nachtmodi, eins das P30, eins das S10. Leider hat das S10 hier nicht gewonnen, auch wenn das zu schön gewesen wäre. Die Akkulaufzeit hat mich auch nicht überzeugt, denn man hatte wirklich stark zu tun, durch den Tag zu kommen.
Das Galaxy S10 ist wirklich ein interessantes und vor allem hochwertig verarbeitetes Gerät. Es hat einige Besonderheiten, ich erinnere nur an den Touch-ID-Fingerabdrucksensor, der mit Ultraschall funktioniert, aber im Allgemeinen hat es mich irgendwie nicht so überzeugt. Ich bin ja kein Fan von Edges, deswegen, wer von euch keine Edges mag, lasst die Finger davon. Und auch so gibt es viele andere interessante Geräte, wie zum Beispiel OnePlus-Geräte oder auch Xiaomi-Produkte, die deutlich angenehmer sind als das Samsung. Klar hat Samsung ein gewisses Standing, aber ich weiß nicht, ob das Gerät den meisten gefällt. Deswegen schaut euch gern um, vor allem auch zu dem Preispunkt. Schaut auch bei mir vorbei auf dem Kanal, denn das war's mit diesem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut zukünftig wieder vorbei. Freue mich über ein Abo und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder. Danke euch fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.